Hallihallo meine Lieben, und heute will ich euch mal zeigen, wie man einen super ultra leckeren Apfelkuchen backen kann. So einfach, dass selbst ich es kann. Und wir fangen gleich mal an mit den Zutaten. Wir brauchen eine violette Tischdecke. Wichtig, sie muss violett sein, sonst klappt das nicht. Spaß beiseite. Wir brauchen 500 Gramm Mehl, 150 Gramm Kokain, ach nein, Zucker. 200 Gramm Butter, ein Bügeleisen, 2,5 Teelöffel Backpulver, könnte auch Kokain sein. Ach, nein, es ist Backpulver. Ein Paket Vanillezucker oder Vanillinzucker von einer Marke, für die ich nicht werben möchte. Und zwei Eier. Ja, das war's mit den Zutaten für den Teig. Und wir machen jetzt gleich den ersten Schritt. Haha. Also, wir fangen zunächst damit an, das Mehl hier in die Schüssel zu tun. Schwupps. Einfach alles rein. Es wurde alles vorher genauestens abgewogen. Mit einer 5 € teuren Küchenwaage. Dann das Kokain. Das Backpulver natürlich in die Schüssel reinmachen. Und dann machen wir schon mal so ein bisschen shaky shaky hier, damit sich das ein bisschen verteilt. Wir wollen ja nicht, dass es dann auf einer Seite Backpulver hat und auf der anderen Seite nicht. Keine Ahnung. Das genügt fürs Erste. Und jetzt klatschen wir einfach die ganzen restlichen Zutaten rein. In der Reihenfolge, wie wir es mögen. Was weiß ich. Zucker. Bumm. Die Butter, da brauche ich bestimmt ein Messer für. Das ist dann wieder so ein Kacki. Die Butter. Sexy, richtig sexy. Nicht umfallen. Den Vanillezucker von Dr. Piep. Schleichwerbung. Dr. Edgar. Es gibt nichts Besseres. Und zwei Eier. Hallo? Hallo? Manchmal stelle ich mich an wie der erste Mensch. Also zackig. So. Ich werde jetzt den Mixer rausholen und meine Hände abtrocknen. Und dann sehen wir uns gleich beim Mixen. Jawohl. Nachdem ich meine Hände von dem ekligen Eierzeug befreit habe und den Mixer aus meinem Schrank geholt habe, und darüber nachgedacht habe, ob man wirklich die Rührstäbe oder die Knetstäbe braucht. Das vergesse ich jedes Mal. Wir nehmen mal die Rührstäbe und wenn es in die Hose geht, dann ist das Video an dieser Stelle vorbei. Dann gibt es nichts mehr zu sehen. Wichtig ist hier, dass man bei der niedrigsten Stufe anfängt. Ich grabe ich mal so ein bisschen rein hier. So, gucken wir mal. Bitte jetzt nicht. Bitte jetzt keine Sauerei machen. So, okay. Also bei der niedrigsten Stufe anfangen und dann immer höher werden, bis der Teig schön krümelig wird. Ich mache das jetzt hier mal. Schaut mir zu, wie ich rühre. Ja? So. Was für ein Spaß. So. Verzeihung. Wir ejecten mal die Stäbchen und werfen mal einen Blick auf den Teig. Machen wir hier so ein bisschen ab. So, das schmeißen wir weg. Hat keiner gehört? Gut. So, der Teig sollte jetzt so richtig schön krümelig aussehen. Hier, schaut euch das mal an. So richtig schön zum Verlieben. Keine Ahnung, halt so krümelig, wie man halt krümeligen Teig kennt. So. Im nächsten Schritt werden wir diesen Teig in der Springform verteilen. Ja. Und ich versuche jetzt mit diesen klebrigen Händen auf den Stoppknopf meiner Kamera zu drücken. Wünscht mir Glück. Wir sehen uns im nächsten Schritt wieder. Alles klärchen. Wir nehmen uns jetzt ungefähr 2 Drittel von dem Teig und verteilen ihn in der Springform. Das ist eine 26 cm
große Springform. Der Durchmesser beträgt 26 cm. Das Gute an diesem Kuchen ist, weshalb ich ihn auch so super gerne backe, man kann diesen Teig sowohl für den Boden als auch für die Streusel benutzen. Haha, das ist natürlich eine Innovation, die ihr nur auf meinem Kanal seht, nirgendwo anders. Also wir fangen einfach mal an, wir nehmen ein bisschen was von dem Teig, krempeln uns die Ärmel schön hoch und dann einfach erstmal rein damit. Noch ein bisschen und dann drücken wir es einfach ein bisschen fest. Man kann es auch mit dem Löffel machen, aber mal ehrlich, für mich ist es einfach cooler, wenn man das Zeug richtig anfassen kann. Ich habe vergessen, die Springform zu fetten, fällt mir gerade ein. Aber da ich davon ausgehe, dass die beschichtet ist, dürfte das kein Problem machen. Ich mache jetzt hier noch so ein bisschen weiter. Und sehe euch gleich wieder, wenn ich fertig bin. So, der Teig war doch ein bisschen klebriger, als ich dachte. Aber es ging trotzdem noch gut. Ihr seht, der Teig ist in der Springform verteilt. Es gibt einen kleinen Rand am Rand. Einen Rand am Rande. Das restliche Drittel des Teiges stellen wir erstmal weg. Und jetzt stürzen wir uns an die Füllung im nächsten Schritt. So, und nun melde ich mich nochmal zu Wort mit der Füllung. Normalerweise nehme ich dafür 6 Äpfel oder 7. Heute eskalieren wir mal völlig, wir rasten völlig aus und nehmen 8 Äpfel. 8. Den Saft einer Zitrone, Lifehack, wenn man eine Zitrone so aufschneidet, hat man mehr Saft. Jetzt wisst ihr mehr. 50 Gramm Zucker, Vanillezucker, Dr. Edgar und Zimt. Ostmann, gemahlen. Das wird also mega lecker. Jetzt kommt natürlich der Part, wo man, der nicht so interessant ist, den werde ich auch überspringen. Also ich werde den außerhalb der Kamera machen. Diese Äpfel müssen jetzt geschält werden, in Viertel geschnitten werden und dann nochmal in kleinere Stücke. Wir sehen uns, wenn ich damit fertig bin. Bye bye. So, oh Gott, Verzeihung. Wenn ihr mit dem Schneiden der Äpfel fertig seid, schön lecker, dann kommt der Rest der Zutaten hinzu, die 50 Gramm Zucker, Vanillezucker, Dr. Edgar. Dieses Video wird unterstützt durch... Nein, Spaß. Ich bekomme kein Geld für sowas. Ja, klar, ein bisschen Zimt machen wir auch noch mit rein. Ist ja Weihnachtszeit, nicht wahr? Oh, noch ein bisschen mehr. Jetzt schon ein bisschen vermischen. Ja, wir vermischen das jetzt schon mal so ein bisschen. Oh, muss aufpassen, dass meine Kamera nicht umkippt. Wir machen erstmal den Zitronensaft noch mit dazu. Aufpassen, dass die Kerne nicht mit in die Mischung fallen. Mal rausnehmen hier. So. Ups. Too much power. So. Und dann noch die zweite Hälfte. Auch hier die Kerne mal kurz rauspulen. So, na komm schon. Spritz mir jetzt nicht ins Gesicht. Zack. Oh nein, da sind Kerne. Oh, scheiße. Nein! Merkt euch, Leute. Nehmt euch am besten einen Sieb oder sowas. Sind zum Glück nicht viele, sind nur so ein paar Kerne. Hier ist noch einer. Da ist auch noch einer. Na komm. Und einer ist hier unten verloren gegangen. Naja, den sehen wir nie wieder. Der wird dann spätestens beim Kuchen wieder auftauchen. Aber da machen wir uns mal jetzt gar keine Probleme. Ja. Dann vermischt ihr das noch so ein bisschen. Und dann im nächsten Schritt machen wir weiter mit dem nächsten Schritt. Logisch, oder?
Jetzt in der Endphase unseres Backabenteuers werden wir die geschnittenen und vorbereiteten Äpfel in die Springform geben und anschließend die Streusel drüber tun und das dann natürlich noch backen. Sonst wäre es ja kein Kuchen. Ne? Ich glaube, ich nehme noch einen Löffel. Zum Glück habe ich den noch nicht in die Spüle geworfen. Wir fangen einfach mal so an. Ein bisschen die Äpfel hier rauf zu machen. Jawohl. Ein bisschen glatt streichen. Es wäre gut, wenn die Äpfel nicht höher sind als der Rand, den ihr gemacht habt, aber so fatal wird das jetzt auch nicht. Glaube ich zumindest, ist schon eine Weile her, dass ich den gebacken habe. Und dann noch schön den Rest drüber machen. Yam, 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 yam. Ich habe vorhin auch noch ein bisschen probiert. Den Saft auch noch. Komm. Geil. Also die Apfelstücke schmecken schon mal sehr gut, das kann ich schon mal bestätigen. Ich habe nämlich schon ein bisschen genascht beim Zubereiten. So, natürlich sind die Äpfel jetzt ziemlich hoch. So, wir müssen noch ein bisschen ebnen. Hier stehen sie noch so ein bisschen über sogar. So, backen ist irgendwie fast wie so ein Porno, nur halt so ein bisschen vernünftiger. Weil wenn man dann alles zubereitet und dann kommt das aus dem Backofen und schmeckt einfach mega geil, dann... Oh, ich liebe Backen. Ich finde Backen besser als Kochen. So, das sollte reichen. Huch, jetzt kann der Löffel endgültig weg. Und nun kommen noch unsere schönen Streuselchen dazu, die wir einfach nur drüber streuseln. Einfach drüber. Haben ja zum Glück noch genug übrig. Können auch am Rand noch wieder so ein bisschen runterstreuseln, um den Rand, also den Rand des Kuchens noch so ein bisschen zu unterstützen. Das sind ja doch schon ziemlich viele Äpfel, die hier reinkommen. Also 1 Kilo sollte das sein. Aber das kann man ja immer schlecht an einer absoluten Anzahl sagen, denn Äpfel sind ja unterschiedlich leicht und schwer. So. Streusel sind schön verteilt, noch am Rand hier so ein bisschen. Haben sogar noch welche übrig. Hätten sogar noch den Boden ein bisschen unterstützen können. Naja. So ein bisschen besser verteilen hier. So, so. Ja. Damit ist der Kuchen erstmal soweit fertig. Jetzt müsst ihr ihn für 180 Minuten. Nein, falsch rum. Für 50 Minuten bei 180 Grad backen. Nicht andersrum. Keine 3 Stunden bei 50 Grad, das bringt nämlich gar nichts. Also 180 Grad, Ober-Unterhitze, 50 Minuten. Wir sehen uns gleich weit, gleich wieder. Sieht der Kuchen nicht lecker aus? Tja, wenn ihr mehr sehen wollt, dann abonniert meinen Kanal und schaut weitere Videos von mir. Tschüss!